Was man gegen dunkle Augenringe machen kann, damit euch hier niemand reingucken kann. Also ich zum Beispiel fühle mich damit immer viel sicherer. Einfach über die Haut räumen und auch überschüssiges Öl und Fett von der Haut aufsaugen. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Drogerie-Hacks für euch und zwar 20 Stück. Das sind so kleine Geheimtipps bzw. Hacks, die ihr in der Drogerie findet. Vielleicht seid ihr selber noch nicht darauf gekommen. Das ist natürlich der Ziel des Videos, euch hier zu inspirieren. Das sind richtig coole Sachen mit dabei, das kann ich euch versprechen. Und ich muss sagen, mein Favorite-Tipp zum Beispiel auch für jeden Urlaub sind diese Sonnenschutz-Sprays für über das Make-up. Das heißt, wenn ihr euch geschminkt habt, auch hier zu Hause oder im Urlaub seid und dann könnt ihr natürlich nicht mehr euren Sonnenschutz auffrischen, was man aber natürlich regelmäßig machen sollte. Es gibt aber extra Sprays. Einmal von Garnier, das Super UV Over Make-up Spray. Das ist mit einem Lichtschutzfaktor 50 plus und schützt gegen UVB und UVA Strahlen. Hier ist übrigens auch gleichzeitig Glycerin drin, also das ist schön pflegend. Ich kann euch das hier einmal so sprühen, beziehungsweise ihr könnt es auch einmal so über das Gesicht machen. Es erfrischt gleichzeitig auch richtig schön. Und es gibt aber auch eine günstigere, kleinere Version, die perfekt für die Handtasche theoretisch geeignet ist, von Trended Up. Das ist jetzt auch ganz neu, Protect and Set Over Make-up Spray. Das hat auch einen Lichtschutzfaktor 50, schützt auch gegen UVA und UVB Strahlen, bis zu 8 Stunden Feuchtigkeitsspende. Das Ganze ist auch extra wasserfest. Das ist natürlich auch mega nice. Und mit Fixing Effekt, so sprüht das Ganze. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall leichter, aber macht die Haut fettiger als das von Garnier. Also, das heißt fettiger. Das hier hat mehr Glow. Müsst ihr halt mögen. Also, ich finde auf jeden Fall das von Garnier für meine Haut aktuell ein wenig angenehmer, aber beide sind super. Von Garnier merke ich zum Beispiel auch mehr auf der Haut. Also, da habe ich das Gefühl, das setzt sich mehr auf der Haut ab, ohne halt zu glänzen auszusehen. Und das hier ist halt gleichzeitig auch zum Fixieren des Make-ups, was auch nicht schlecht ist für zwischendurch, vor allem immer, wenn es warm ist, damit man das Ganze einfach nochmal schön fixieren kann. Aber super Erfindung. Und apropos fettige Haut, ich finde, das ist auch ein super Hack, der in jede Handtasche gehört. Es gibt zum Beispiel von Trended Up diese mattierenden Paper. Es gibt sie auch von Essence, die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Da könnt ihr euch einfach ein Papier rausziehen. Immer zwischendurch zum Auffrischen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr ölt im Laufe des Tages nach, eure Haut sieht fettig aus und ihr mögt das nicht, dann könnt ihr das einfach hier so drauf geben und abziehen. Und dieses Papier saugt alles am überschüssigen Fett oder Öl auf der Haut auf. Und so glänzt ihr nicht. Es sieht alles wieder richtig fresh und mattiert aus und ist auch richtig gut mit Make-up in Kombination geeignet. Also auch wenn ihr euch geschminkt habt, wird hier wirklich nur das überschüssige Fett und Öl aufgesaugt und ansonsten sieht das Make-up top aus. Was ja auch recht neu in der Drogerie ist und wo ich auch ein riesengroßer Fan bin, ist dieser Vulkanstein. Den könnt ihr ganz einfach auseinanderbauen und unter Wasser halten und somit immer waschen nach dem Benutzen. Hier befindet sich einmal das Steinchen und hier könnt ihr dann auch einfach über die Haut räumen und auch überschüssiges Öl und Fett von der Haut aufsaugen. Natürlich ganz leicht, ist auch über dem Make-up gut geeignet. Da verschmiert auch nichts. Und es mattiert richtig toll. Also das ist richtig schön klein, kühlt auch gleichzeitig, also ist so ein bisschen erfrischend für warme Tage. Ist auch perfekt für jede Handtasche. Das kleine Ding hier ist auch ein super Ding. Apropos Handtasche, bleiben wir immer beim Thema. Das könnt ihr einfach in eure Handtasche legen und das ist eine Sauberkugel. Hier wird sich alles, was nicht in eure Handtasche gehört, was Fusseln, Staub, Dreck angeht, wird sich in dieser Kugel verfangen. Das ist so eine kleine Klebekugel und so bleibt eure Handtasche einfach sauberer und hygienischer. Das ist wirklich super für große Handtaschen auch. Wenn ihr Team, ich werfe alles in meine Handtasche seid und da sich dann halt natürlich auch Dreck und so sammelt. Deswegen einfach in eure Handtasche legen und das wird eure Handtasche sauber halten. Ein super Ding, wenn ihr hier zum Beispiel locker sitzendere Oberteile, Kleider, was auch immer anhabt. Es gibt zum Beispiel von Nipply die Styling Strip. Die sind durchsichtig, die halten sicher und haben vor allem auch einen starken Halt. Ich benutze die immer wieder. Ich bin wirklich ein riesengroßer Fan davon. Ihr könnt euch hier einfach immer so einen Stripe rausnehmen. Da sind 30 Stück drin. Dann könnt ihr euch die Seite schon mal abziehen. Dann habt ihr hier schon mal die Seite, die klebt. Klebt sie euch einfach in euer Oberteil da, wo ihr halt wollt. Wenn ihr zum Beispiel hier diesen Ausschnitt habt, damit euch hier niemand reingucken kann. Also ich zum Beispiel fühle mich damit immer viel sicherer. Man zieht die Seite dann ab und kann sich das hier dann einfach ankleben. Und so bleibt das dann auch den ganzen Tag und klebt. Ich bin nämlich immer Team. Ich muss hier sonst immer festhalten und überprüfen. Und damit ist man einfach wirklich sicher. Ich will euch das aber einmal so zeigen, wie durchsichtig das ist und wie dünn das Ganze auch ist. Wenn ich das hier nämlich abziehe, befindet sich hier diese hauchdünne Klebeseite und es klebt von beiden Seiten. Es ist super dünn, es ist transparent, man wird es nicht sehen und es hält, wie gesagt, richtig gut, finde ich. Es kommt auf den Stoff drauf an. Ich habe es zum Beispiel auch bei meinem Brautkleid probiert.
Das hat nicht funktioniert, weil der Stoff natürlich viel zu dick und zu schwer war. Aber bei jedem Oberteil zu Hause, bis auf mein Brautkleid, das ist das Einzige, wo es halt nicht gehalten hat. Ein Hack das ganze Jahr über, wenn ihr schnell Füße habt, die zu Blasen neigt und wo die Schuhe schnell dran scheuern. Ich kann da ein Lied von singen. Ich habe das ganz, ganz, ganz schlimm. Deswegen habe ich den immer in meiner Handtasche. Gibt es von zwei verschiedenen Marken. Einmal von Compeed, der Anti-Blasen-Stick. Den habe ich bisher immer benutzt und der befand sich bisher immer in meiner Handtasche. Ist tatsächlich gleichzeitig pflegend. Das heißt, wenn ihr euch das zum Beispiel auf eure Ferse schmiert, das dahin, wo euer Schuh scheuert und wo ihr schnell Blasen bekommt. Und das ist so richtig schön pflegend gleichzeitig. Also es hinterlässt auch so ein richtig pflegendes Gefühl auf der Haut. Und es schützt einfach vor Blasenbildung. Der hier ist ein bisschen größer. Ist beides von der Konsistenz sehr ähnlich. Hier ist gleichzeitig auch noch Shea-Butter mit drin und Kokosöl. Der hier ist zum Beispiel von Be Routine. Und der hat auch noch so einen Zitrusduft mit drin. Also der riecht so ein bisschen besser. Aber beide sind eigentlich vom Ergebnis her gleich, finde ich. Also könnt ihr euch aussuchen, welchen ihr lieber nutzen wollt, aber das ist wirklich eine geniale Erfindung und schützt so gut vor Blasenbildung an den Füßen. Und apropos Scheuern, das ist ja auch etwas, was ich zur Hochzeit genutzt habe, wo ich mich hier komplett mit eingerieben habe, damit nichts scheuert und meine Haut gerötet wird und ich am Ende von den ganzen Pailletten und dem schweren Kleid und so, ich habe so super sensible Haut, was das angeht. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut weitergeholfen. Von Balea, den Anti-Wundreib-Stick. Könnt ihr dahin geben, wo ihr schnell Wundreibung habt, vielleicht auch an den Oberschenkeln, ist es ja bei vielen jetzt im Sommer mit kurzen Kleidern oder Röcken, dass es einfach super unangenehm sein kann. Wie gesagt, schützt auch richtig gut bei Kleidung, also das ist so mein Geheimtipp. Wenn ihr auch diese leicht empfindliche Haut habt und irgendetwas scheuert, also das ist super, schmiert das da einfach richtig schön großzügig drauf. Bleiben wir aber nochmal kurz beim Thema Füße. Die hier gehören auch für mich in jeden Urlaub. Von Balea, die Blasenpflasterferse, die sind transparent, schützt vor Reibungsblasen, direkte Schmerzlinderung, unterstützt die natürliche Heilung. Also wenn ihr eine Blase habt, klebt so ein Ding rauf. Die gibt es ja auch von Compeed, bin ich auch ein riesengroßer Fan von. Und das hilft so gut. Also das ist wirklich eine ganz große Empfehlung. Ansonsten, ich finde, man kann die Schuhe nicht mehr tragen, wenn man eine Blase hat. Aber wenn man zum Beispiel auch im Urlaub ist und vielleicht keine Ersatzschuhe mitgenommen hat, die helfen super gut. Ganz wichtig zu wissen ist, die fallen von alleine ab. Auf gar keinen Fall abziehen. Also das dauert ein bisschen. Vielleicht manchmal auch bis zu einer Woche, bis das Pflaster abfällt, aber es fällt von alleine ab und dann ist die Haut auch wieder heile. Nicht selbstständig abziehen, sonst reißt ihr euch eure Blase wieder auf, inklusive der Haut und das ist gar nicht gut. Deswegen, das fällt von alleine ab. Was auch richtig cool jetzt ist im Sommer, wenn ihr vielleicht auch wandern geht oder weite Strecken fußläufig hinlegt oder auch mit dem Fahrrad, ne, was auch immer. Hauptsache, es geht um Bewegung. Es gibt jetzt auch recht neu in der Drogerie das Latschenkiefer-Aktivgel mit Latschenkiefer-Kernöl und Rostkastanienextrakt. Vitalisierende Pflege. Ich muss sagen, es riecht nicht gut, aber es soll auch nicht gut riechen. Das könnt ihr euch einfach, wenn ihr dann wieder zu Hause seid und Ruhe habt, auf die Füße schmieren und das kühlt so richtig schön. Egal, welche Strecke ihr am Tag hingelegt habt und wie doll eure Füße auch wehtun und wie unangenehm sich das alles da unten anfühlt, einfach rausschmieren und das ist so richtig kühlend, erfrischend. Also es lindert einfach direkt den Schmerz und dieses unangenehme Gefühl. Ich finde das richtig toll, jetzt im Sommer vor allem. Noch einmal ganz kurz rüber zum Thema Sonnenschutz, was ich auch richtig toll finde. Es gibt zum Beispiel von Sundance, aber auch von anderen Marken, zum Beispiel hier auch von Be Routine, die haben jetzt auch den Sonnenstick rausgebracht. Den hier finde ich tatsächlich richtig gut. Der riecht auch so citrusmäßig, hoher Schutz vor Sonneneinstrahlung mit einer transparenten Pflegeformel. Und der ist auch super, um sich hier zwischendurch aufzufrischen, aber auch an die Stellen zu kommen, an die man sonst nicht so leicht kommt, wie Ohren, den Scheitel hier oben, der ist immer ganz gefährlich. Da bekomme ich auch ganz schnell einen Sonnenbrand, wenn ich mich da nicht eincreme. Aber natürlich kommt man mit Sonnencreme nicht so einfach an die Haare und möchte sich die Haare nicht voll schmieren. Die sind hier wirklich perfekt. Das ist so ein Sonnenstick, da könnt ihr auch direkt auf den Scheitel eure Lippen mit einschmieren, um die Augen herum, also da, wo ihr sonst nicht so gut rankommt, an die Ohren und so wirklich die Stellen, die sonst schwer erreichbar sind und damit euch schützen vor der Sonne. Und dann schwenken wir einmal rüber zu den Haaren. Da habe ich auch noch ein paar Hacks bzw. Geheimtipps für euch. Das hier kennt ihr schon, da halte ich mich jetzt recht kurz. Mir sind ja ganz viele Babyhaare nachgewachsen. Das war früher, das ist nämlich eigentlich auch schon fast leer, mein Favorit. Ich habe es immer wieder nachgekauft. Ich hatte hier ja richtig kahle Stellen. Das ist erblich bedingter Haarausfall. Wenn ihr den auch habt und hier so kahle Stellen habt, wegen
erblich bedingten Haarausfall. Ich weiß, man weiß es immer nicht. Man denkt sich, liegt das jetzt daran, dass ich viele Sleek-Frisuren gemacht habe? Ich habe zu dem Zeitpunkt aber eigentlich gar keine Sleek-Frisuren gemacht, deswegen daran lag es bei mir nicht. Triorin-Kapseln, die gibt es auch bei DM, die gibt es auch in der Apotheke. Die haben mir sehr, sehr, sehr krass geholfen. Also ich weiß, man denkt sich immer, ja, helfen Nahrungsergänzungsmittel wirklich? Meine ganzen Haare sind nachgewachsen, also alles ist wieder voll mit Babyhaaren. Deswegen das auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp gegen Haarausfall. Aber wenn ihr jetzt kahle Stellen habt, es gibt hier von L'Oreal das Magic Retouch Ansatzspray. Ich habe hier blond bis mittelblond. Das ist meine Farbe gewesen. Und ihr könnt, ich muss hier jetzt mal ein bisschen näher kommen, damit ich das auch sehe, das hier einfach raussprühen und dann die kahlen Stellen einfach kaschieren. Schwuppdiwupp, das geht in einem Rutsch und das ist richtig gut. Ihr müsst natürlich erstmal eure Haarfarbe rausfinden. Also wenn ihr auch so einen Straßenköter blond am Ansatz habt, blond bis mittelblond ist der perfekte Ton dafür. Aber das ist so meine Rettung immer gewesen. Auch ein absoluter Favorit ist von Balea der Styling Wax Stick. Der ist super gut bei diesen sleeky Frisuren, um die Haare schön anliegend zu machen an der Kopfhaut, so wie ihr das halt haben wollt. Und diesen sleeky Hairstyle hinzubekommen. Einfach zwischendurch auch nochmal drüber gehen, wenn es zum Beispiel super windig ist, wie es zum Beispiel eigentlich immer in Hamburg der Fall ist, könnt ihr in die Handtasche stecken und dann einfach immer wieder drüber gehen, falls die Haare dann doch wieder nicht so halten, wie ihr sie haben wollt. Und damit halten sie dann in einem Rutsch. Noch ein Tipp gegen juckende und trockene Kopfhaut, die dann sogar anfängt zu schuppen. Also Phil und ich haben immer richtig krass das Problem. Er sogar noch mehr als ich. Ich habe es jetzt gerade komplett in den Griff bekommen. Er trägt sich das dann auch immer wieder auf, wenn es soweit ist. Das hilft so krass gut gegen diese juckende und trockene Kopfhaut und dadurch entstehende Schuppen. Es gibt ja immer den Unterschied so zwischen Schuppenflechte oder trockene Schuppen. Das kann euch sonst auf jeden Fall auch euer Friseur sagen, falls ihr euch nicht sicher seid. Aber das ist das Mittel, was so krass dagegen hilft. Von Balea Kopfhaut Sensitive Pflegeserum. Hier ist 5% Panthenol drin. Fördert das Gleichgewicht der Hautflora und den Erhalt einer interaktiven Hautbarriere. Pflegeformel mit Panthenol und weißer Teeextrakt. Extra für eine sensible und trockene Kopfhaut. Könnt ihr euch dann einfach immer auf die betroffenen Stellen geben. Meistens ist es ja so auch komplett verteilt, dann gebe ich das so einfach immer auf und massiere mir das richtig schön ein, lasse es so 20 bis 30 Minuten einwirken und wasche danach einfach ganz normal, wie gewohnt, die Haare. Und falls ihr gerade auch so viel Babyhaare habt wie ich und die nicht bändigen könnt, es gibt von Got2Be den Babyhaarbändiger. Den kennen die meisten wahrscheinlich auch schon mittlerweile. Der ist richtig gut, um diese kleinen Babyhaare in Form zu kämmen, damit sie dann da sind, wo man sie möchte, weil sonst erreicht man meistens diese kleinen Babyhärchen ja nicht so. Und das ist ein super Bürstchen. Es riecht gleichzeitig auch richtig gut und damit bekommt ihr die Babyhaare so gekämmt, wie ihr sie haben wollt, damit die dann auch anliegen. Kommen wir zum Thema Wimpern. Das ist ja auch immer ein super interessantes Thema. Es gibt drei Geheimtipps, die ich euch damit auf den Weg geben kann. Oh mein Gott, mir ist der Kleber hier einfach raufgefallen und hier kleben jetzt die ganzen Wimpern dran. Nein! Eigentlich gibt es hier von Kiss diese Impress-Wimpern, die ich richtig, richtig gut finde. Die könnt ihr euch einfach nehmen und unten an eure Wimpern legen und die kleben dann direkt. Ihr braucht keinen Kleber dran machen, nichts. Die kleben von selbst. Das heißt, ihr nehmt euch einfach eine Wimper, legt die euch unten an und das hält dann den ganzen Tag. Ihr könnt die dann abends abnehmen. Ihr braucht keinen Löser oder so. Die liegen einfach so ganz leicht irgendwie dran. Die halten aber trotz Wind und Wetter, wirklich. Also ich mache hier in Hamburg ganz oft Regen und Sturm mit. Die halten und ihr könnt die dann einfach abends abnehmen, wenn ihr sie halt nicht mehr nutzen wollt. Eigentlich sind sie dann verbraucht, sagt man. Ich benutze sie aber ein paar Tage immer wieder, bis sie halt nicht mehr so gut kleben. Also das könnt ihr dann selber entscheiden. Aber die sind super, falls ihr nicht Wimpern kleben könnt. Ich hasse nämlich auch Wimpern kleben und das ist aber was ganz anderes. Es gibt hier jetzt nämlich auch neu von Adele zum Beispiel. Ich habe die mir jetzt aber auch nochmal mit Kiss bestellt, weil ich die auch nochmal austesten wollte. Die habe ich jetzt gerade drauf. Das sind Lash Extensions. Die bleiben bis zu 10 Tage. Ich muss sagen, 10 Tage ist ein bisschen drüber. Also bei mir haben die jetzt so 5 Tage gehalten, dann ist die erste schon abgefallen. Trotzdem super lange, ne? Ich schlafe damit. Das ist so ein Game Changer. Also wirklich, ihr braucht euch keine teuren Lash Extensions mehr machen. Die sind auch super. Und ich bin ein riesengroßer Fan aktuell davon. Also ich habe die immer noch drauf. Ich habe die im letzten Live-Test-Video angebracht. Mir wurde auch gesagt, dass man, es gibt hier ja quasi den Kleber, damit tuscht man die Wimpern. Man soll ja auch die Wimpern damit tuschen, damit die dann halt auch wirklich an den Wimpern halten und dadurch auch so lange halten. Mir wurde gesagt, ich soll nur ganz unten so ein bisschen dran machen. Aber im Erklärvideo war halt auch, dass man wirklich die Wimpern damit einmal tuschen soll. Also damit diese halt
halt gegeben ist, sollte man wie mit einer Mascara die Wimpern halt tuschen. Also ich bin aktuell echt krass begeistert davon. Wenn ihr jetzt gar kein Fan von klebenden Wimpern seid, es gibt von Essence so ein Kämmchen, womit ihr euch dann nach der Mascara durch eure Wimpern gehen könnt, damit die Wimpern nicht zusammenkleben. Und das ist richtig cool, um die Wimpern zu trennen. Also ich bin echt ein großer Fan davon. Das ist auch nochmal echt so ein Hack. Falls ihr euch immer ärgert und eure Wimpern halt nicht so aussehen, wie ihr sie gerne hättet, geht einfach nochmal durch und dann könnt ihr nochmal drüber tuschen. Und damit bekommt ihr echt ein schönes Ergebnis hin. Kommen wir zu den Augenringen. Es gibt richtig gute, wiederverwendbare Augenpads von Ebeline. Die mag ich total gerne. Da könnt ihr dann darunter einfach Augencreme draufgeben und eure Augenpartie wird so intensiv gepflegt. Also wirklich super. Damit kann man sich halt auch eine Menge Geld sparen, wenn man gerne Augenpads verwendet, die natürlich aber auf Dauer echt teuer sind, wenn man die en masse trägt. Und die sind halt wiederverwendbar und die pflegen richtig toll, wenn ihr da eine schöne Pflege drauf gebt. Und dann kommt auch immer die Frage, was man gegen dunkle Augenringe machen kann. Ich mag richtig gerne von Catrice den Under Eye Brightener. Instant Awake steht hier auch drauf. Davon braucht ihr ganz, ganz, ganz wenig. Den gibt es in so einem Peach-Ton, den gibt es in einem Rosaton. Und damit könnt ihr euch einfach so ein bisschen hier auf die dunklen Stellen tupfen. Meinetwegen auch nochmal mit dem Concealer drüber gehen, wenn euch das noch zu wenig ist. Aber damit bekommt ihr die Augenpartie schon mal richtig gut aufgehellt. Und er spendet gleichzeitig Feuchtigkeit und setzt sich nicht irgendwie doof ab. Und für alle, die Probleme haben, wie ich habe einfach ständig hier Schmerzen in der Schulter, schon seit Monaten. Mir hilft immer richtig gut das Tigerbalm. Das ist ein Schulter- und Nackenbalsam. Und das kühlt gleichzeitig. Also damit geht immer richtig schnell der Schmerz weg. Egal, wo ich ihn habe, auch mal im Nackenbereich oder so, einfach damit eincremen und schön einmassieren. Und das hilft mir wahnsinnig gut. Ganz wichtig, lasst es nicht in die Nähe von den Augen oder so kommen. Das brennt sonst wie die Hölle. Wascht am besten dann auch gut eure Hände. Denn nicht, dass ihr euch später ins Gesicht fasst oder so, das ist wirklich gar nicht gut. Also da auf jeden Fall ganz gut aufpassen. Aber das ist echt so, auch wenn man Verspannungen hat, Nacken- und Schulterbereich, ist richtig gut. Falls ihr Bock auf Travel-Must-Haves habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe nämlich in Sachen Travel auch noch so ein paar Hacks und Geheimtipps für euch, die ich gerne auch nochmal mit euch teilen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns Sonntag um 18.30 Uhr zu einem neuen Video hier wieder. Zwischendurch natürlich auch immer die YouTube-Shorts. Ich freue mich immer über euer Feedback. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis Sonntag. Ciao.